Moin Leute, willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte mich heute einer Challenge stellen, und zwar der One Stick Fire Challenge. Ziel ist es, aus einem Stück Holz ein Feuer zu machen. Fangen wir mal an. Zuerst werde ich dieses Stück Holz batonieren, damit ich an das trockene Kernholz komme. Ich habe mir ein richtig schönes, knastiges Stück rausgesucht. Das soll ja auch nicht einfach sein. Na gut. Schauen wir mal. So. Als allererstes versuche ich mir von der glatten Schnittfläche jetzt Spänen runterzureiben. So geht das ein bisschen besser. So habe ich ja ganz dünne Holzlöckchen, womit ich hoffe, das Feuer gut starten zu können. Das ist ein bisschen wenig. Ja, das sieht schon besser aus. Werde ich das Stück weiter aufspalten, um kleineres Holz zu kriegen, um das Feuer in Gang zu halten nachher. Davon werde ich mir aber erstmal ein paar Locken schneiden. Um, wenn ich nachher ein kleines Feuerchen habe, das auch in Gang zu kriegen. Es ist wichtig, das Holz zu batonieren, damit wir an das trockene Kernholz kommen, falls es von außen ein bisschen feucht sein sollte. Mit frischem Holz geht es natürlich nicht, das sollte eigentlich klar sein. Gut, dann werden wir das noch mal ein wenig zerkleinern. Mehrere Größen an Holz haben. Ja. Gut, ich hoffe, der Wind ist hier nicht zu doll. Aber wir starten einfach mal den ersten Versuch. Feuerstahl, Messer. Gucken wir mal. Erstmal werde ich ein bisschen Magnesium runterreiben, damit da auch eine schöne Glühfunken entstehen können. Ja, es brennt schon mal. Ja, das sieht ganz gut aus. Na, komm, lass mich nicht im Stich. Ach, du kleine Sau. Nochmal. Ja. Denn Holzlöckchen brennen sofort. Aber das Feuer will nicht übergreifen.
ist doch zum Mäusemelken hier. Ah, da kommt's. Ja, die Lockenfeuer gefangen, das ist schon mal gut. Ja, das sieht schon mal gut aus. Ja, wenn man etwas Birkenrinde oder Kienspan hat, ist das wesentlich einfacher als nur mit einem Stück Holz, muss ich sagen. Es geht aber. Man kriegt es hin. Es muss halt trocken sein, das ist wichtig. Ah, jetzt fängt es langsam an zu brennen. Nein! Einmal falsch gelegt und es ist aus. Aber. Man sieht das auf dem Video auch. Ja, also ich behaupte mal, die Challenge habe ich bestanden. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Falls euch das Video Spaß gemacht hat, könnt ihr gerne ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.